Hallöchen und willkommen zu PC Building Simulator 2. Ich habe den ersten Teil zum Teil auf meinem Kanal damals gesehen. Wenn nicht, schaut dort unbedingt rein. Und ja, ich habe bereits ein kleines bisschen gespielt, um zu schauen, ob dieses Spiel Spaß macht. Und ich muss einfach sagen, es macht Spaß. Und es war nach einem Brand in der Nachbarschaft eine Ermittlung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Willkommen bei PC-Bildung des Simulator 2. Ein neuer Tag, ein neuer Laden. Auch wenn es vielleicht noch nicht das Nonplusultra ist, wenn man bedenkt, dass der alte Laden unter geheimnisvollen Umständen abgebrannt ist, ist das gar nicht so übel. In der Nachricht von Onkel Tim kannst du mehr darüber erfahren. Oh Gott. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist ja alles. Ja, bisschen kaputt. Kann man hier raus? Nein. Scheint auch nicht viel draußen zu geben. Everything must go clear and sale. Ey, das ist die Spraydose. Oh, er hat das da. CDs, ey. Okay. Dann hast du jetzt wohl den alten Laden gesehen oder vielmehr die traurigen Reste davon? Tut mir leid, dass du das alleine durchstehen musst. Aber ich hatte einen wichtigen Termin mit der Versicherung wegen dem Feuer. Offenbar glauben die, ich hätte Vorsatz einer Rolle gespielt. Was für eine absurde Vorstellung. Wenn ich mich an Onkel Tim erinnere, aus Simulator 1, genau. PC-Bildung Simulator 1, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass er damit was zu tun hatte. Jedenfalls hatte ich Glück, dass ich den alten Laden auf Reserve hatte. Dort konnte ich die PCs, an denen ich gerade am Arbeiten war, in Sicherheit bringen. Du kannst sie fertig reparieren und auch das Honorar dafür kassieren. Wenn die Kunden sich wundern, dass sie nach Feuer riechen, dann sag einfach, du hättest etwas löten müssen. Oh Gott. Ich habe mir auch gedacht, dass du einen Computer für die Büroarbeit bräuchtest und dir meinen rübergeschickt. Er müsste mittlerweile angekommen sein. Einfach im Lieferbereich nach, hinten in der Werkstatt. Aber sei gewarnt, er funktioniert nicht. Eventuell musst du aber nur die GPU, also Graphic Processing Unit, Grafikkarte, wechseln. Die habe ich bestellt, die beste auf dem Markt. Ja. Und mitgeliefert, immerhin. Sobald der PC einsatzbereit ist, solltest du deine E-Mails checken. Nichts zu danken. Ja, dir habe ich eh nichts zu verdanken eigentlich. Ach übrigens, ich habe mir heute Morgen noch 15 Dollar geliehen fürs Frühstück. Ohne Frühstück sollte man niemals mit einem Versicherungsfritzen sprechen. So viel ist sicher. Alles Gute, Onkel Tim. Geh zu den gelieferten Kisten und wähle sie aus, um deine Lieferung anzunehmen. Eine Nvidia GeForce RTX 3080. Am 10. Oktober 2022. Wow, eine Nvidia GeForce RTX 3080. Frag nicht, wie Onkel Tim die bekommen hat. Jetzt brauchst du nur noch den PC, den er dir geschickt hat. Er müsste irgendwo hier im Flur sein. Dort werden die PCs und Gehäuse abgeliefert. Und dorthin musst du die fertigen PCs stellen, damit sie zum Kunden zurückgeschickt werden können. Ah, hier. Dann muss ich hier drüben hin. Was ist denn hier? Check the power. One more PC. Ja. Dieser PC muss repariert werden. Linksklick auf das Gehäuse, um es in den Baumodus zu versetzen. Entferne die Seitenwand. Das kann ich einfach halten. Okay. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal die Schrauben ausmachen. Diesem PC fehlt eine Grafikkarte. Zum Glück ist gerade eine sehr gute geliefert worden. Ich weiß gar nicht, woher. Bauen wir sie ein, um den PC wieder zusammenzubauen. Na, erstmal muss ich das Zeug hier gefühlt abbauen, alles. PCI-Blende, bisschen Schrauben dran, ja, das ist auch gut so. Dann installieren, Grafikkarten, 3080 rein, Inventar, PCIe-Verriegelung. Anscheinend muss man die Grafikkarte erst festschrauben mit der Verriegelung. Dann verbinden, noch mehr verbinden und noch mehr verbinden. Wow, die braucht viel Saft. Dann die
das ganze Ding wieder verbinden. Das würde ich in echt nie machen. Ich würde wahrscheinlich erst checken, ob der PC wieder funktioniert. Bevor ich den... zumache. Und ein neuer PC ist startklar. Trage ihn zum Arbeitsplatz links und stelle ihn unter den Schreibtisch. Ja. Schalte den PC ein. EP. Hallo? Komm hier nicht raus. Okay, gut. Willkommen bei deinen E-Mails. Hier kommen all deine Aufträge, Nachrichten und Angebote an. Die hier jeden Tag Nahrung nach neuen Aufträgen. Okay. Sieh hier jeden Tag nach neuen Aufträgen und halte dich in Sachen Geschäften auf dem Laufenden. Okay. Wähle die E-Mail von bla bla. Okay, mein Name ist Kassandra, ich bin Innovator für Städteästhetik, ein Künstler. Oh Gott, Künstler. Ich arbeite aktuell an einem ambitionierten Projekt über Gefahrenwahrnehmung, weshalb mein PC komplett rot lackiert werden muss, um in den Rest meines Raumes zu passen. Können Sie das? Ja, kann ich. Kunden-PCs treffen immer erst am nächsten Tag ein. Naja, am nächsten Tag ist schon relativ früh. Du musst erst einmal Feierabend machen, bevor du sie in einen Augenschein nehmen kannst. In diesem Ordner werden dir die angenommenen Aufträge angezeigt. Linksklick für eine Ansicht des Auftrags. Um einen Auftrag zu beginnen, kannst du hier linksklick, um zum PC zu gelangen. Okay. Ich werde TP. Cool. Erster Auftrag. Sehen wir uns an, wie man Aufträge erfüllt und Geld verdient. Der PC dieses Kunden braucht einen Virenscan. Bring ihn zur Werkbank, um eine Diagnose durchzuführen. Ah, die guten Viren. Die guten Viren. So. Dieser Kunde, ich muss einen USB-Stick reinstecken mit meiner Software drauf. Ich habe natürlich einen in meinem Inventar, das ist klar, der liegt immer in meiner Hosentasche. So, dann alles verbinden. HDMI-Kabel, ja. Kann man diese Tipps ausschalten? Wenn ja, werde ich das nachher machen. PC einschalten, Fallzeig. Ich weiß nicht, ob das überlappt. Linksklick hierher, ja. Programme hinzufügen. Ich habe nur einen Virenscanner. Okay, das heißt, ich muss mir das alles später kaufen, schätze ich. Doppelklick, Scan. Ups, oh, 206 Dateien. Hat er gefunden und in einer Sekunde desinfiziert. Gute Arbeit, Auftrag abgeschlossen. Ich kann den wieder zurückgeben. Mit Rechtsklick nehme ich ihn auf und stelle ihn in den Flur. Geil. Toll, der PC wird automatisch an seinen Besitzer zurückgeschickt. Jetzt musst du nur noch deine Bezahlung entgegennehmen. Rufe deine E-Mails auf und klicke kassieren. Ja, das mache ich gerne. 120. Ja. Sehr schön. Der PC ist auf dem Rückweg zum Kunden und du hast deine Bezahlung entgegengenommen. Auf zum nächsten Auftrag. Die anderen PCs auf den Werkbänken sind jetzt verfügbar. Schau dir also deine E-Mails an, um zu sehen, was die Kunden wünschten und erledige ihre Aufträge, um etwas Bargeld zu verdienen. Okay. Regenbogenfarbene Lichter. Man wird TP, das werde ich nicht nutzen. Was ist das hier? Kleine PCs-Auflage, okay. Mit der Beleuchtungs-App kannst du tolle Effekte auf dem Kunden-PCs erzielen. Dann stecke ich da mal meinen Markt. Nee. Oh. Ja. Alle auswählen. Er möchte Regenbogen haben und dann mache ich ganz schnell. Nee, Lauflicht. Ja. Gut. Einmal Escape. Warte, was? So, okay. Den platziere ich hin. Der wird sich bestimmt freuen über die Hyperspeed-Dinger. Kassieren 220. Ey, ich weiß nicht, ob er sich freut. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. So, dann gehe ich direkt zum nächsten. Was muss ich hier machen? Übertakten. Für diesen Auftrag müssen wir die CPU des Kunden übertakten. Was bedeutet, dass die CPU schneller laufen muss als ihr Standardtakt? Verbinde die Kabel mit dem PC und wähle den Monitor, um zu beginnen. Nichts leichter als das. Ja, man kann auch die 3 drücken. Das habe ich schon vorher rausgefunden, aber... Das muss ich nicht machen. Noch wird es automatisch gemacht. F2. Drückt halten. Ja. Aha. Jo.
Da war ich zu schnell. Wählen Sie das Menü CPU-Übertaktung. Jo. Das ist... Ja, okay. Ihr könnt das alles mitlesen. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Das muss ich auf 44 setzen. Die Spannung muss ich erhöhen. Sieht gut aus. Änderungen übernehmen und neu starten. Yes. Ein DFL-Monitor. EVGA. Von der Marke weiß man auch heutzutage kaum noch was. Mit der OCCT-App kannst du GPU und CPU nach der Übertaktung einem Belastungstest unterziehen, um ihre Stabilität zu prüfen. Die App kann außerdem anzeigen, ob eine CPU durch die Temperatur gedrosselt wird, weil sie zu heiß wird. Eine CPU läuft nicht effizient, wenn sie unter Belastung zu heiß wird. Klick auf Weiter, um zu beginnen. Jo. Dann auf On für den Start und dann 30 Sekunden warten. Naja, die 30 Sekunden sollte man ja durchaus überbrücken können. Da gibt es durchaus Schlimmeres, als 3 Sekunden warten zu müssen. Das ist zumindest meine Meinung. Also ihr habt mit Sicherheit eine andere Meinung. In 30 Sekunden ist schon viel passiert. Ja, wobei, so viel passiert in 30 Sekunden halt auch nicht. Und es geht ja doch relativ zügig. Meiner Meinung nach. Man sieht die Temperaturen. Hier CPU-Temp. Blau. Das haben sie vielleicht ein bisschen blöd gemacht. Also muss ich jetzt einfach so sagen. Ist abgeschlossen. Übertaktungen sind kompliziert. Wenn du mit den Einstellungen nicht aufpasst, kannst du deine Hardware beschädigen. Das ist ja nicht meine. Wir empfehlen, dass du die Übertaktung im Spiel übst, um zu sehen, wie weit du an die Grenzen gehen kannst. Vergiss nicht, OCCT zu benutzen, um die Stabilität zu prüfen. Dies kannst du mit dem USB-Stick installieren. Bla bla. Habe ich ja eh. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass man im ersten Teil... Boah, 320, geil. Im ersten Teil immer viel kommen hat an Rams. Was ist das hier? Wasserkühlung. Also, dass man da irgendwie direkt Staub hatte und Viren und alles. Und immer solche zusätzlichen Bonis bekommen hat. Der Kunde möchte, dass seine Grafikkarte mit Wasser gekühlt wird. In den vorhandenen wassergekühlten Kreislauf eingefügt wird. Dazu muss ich die entfernen und einen Kühlblock hinzufügen. Seit man entfernt, die Gehäuse sind mir fast die liebsten, wo du gefühlt keine Schrauben groß entfernen musst. So. Teile entfernen. Kabel raus, Kabel raus. Das ist eine 3080 oder wie? Hier zur nächsten Werkbank. Okay. Eine 3090. Ah, alles klar. So, die ersten 4 Schrauben müssen raus. Das ist gut. Ui. Die Wärmeleitpads entfernen. Also, erstmal die Wärmeleitpads. Ich wollte jetzt die Wärmeleitpaste machen. Ja, Escape. Wärmel Grizzly Pads. Okay, nehme ich. Die trage ich auf. Das nochmal. Wärmeleitpaste. Als nächstes müssen wir die Wärmeleitpaste entfernen. Es ist ein wichtiger Bestandteil des PC-Baus. Bla bla, Effizienz und so. Ja, ohne die wird es zu warm. Ganz schnell, und wenn es zu warm wird, ist es schlecht. Zu warm heißt, PC wird nicht gut. Und schlechter PC heißt, bloß nicht. Ich habe anscheinend den Kühler auch schon passend in der Hand. Gut, ich drehe das Ganze um, schraub 10 Millionen Schrauben rein, die ich nicht vorher lösen musste. Ja klar, wer macht das nicht, ne? Ich schraube neue Schrauben rein, wo nie welche waren. Cool. Ja, klar. Und dann tue ich das in mein Inventar anscheinend, keine Ahnung. Ja, erfolgreich ausgestattet. Ja, dann baue ich sie wieder ein. Achso, Grafikkarte. Dann einbauen. Strömel, ja, ich weiß, wo das hin muss. Das geht hoffentlich weg. Und eine Rohrleitung da hinten. Ey. So. Das ist ja ganz nervig. Ah, aber es geht. Inventar öffnen und dann wähle eine Kühlfarbe. Gibt's hier Türkis? Oh ja, Türkis. Okay. Ja, da muss ich schauen, dass das durchgeht. Ja, sehr realistisch, dass das hochgeht.
In guter Geschwindigkeit, ja. Ja, dann muss ich warten, bis das da reingeht. Gut, dann andotzen. Ich weiß natürlich hier nicht, welches Kabel welches ist. Sonst hätte ich die Maus geskippt. Aber das ist egal. So, ha. Dann Gehäuse zuschrauben. Nee, Seitenwand drauf. Kann man ja schon on the fly irgendwie rauf machen. Und dann schaue ich noch direkt mit dem USB-Stick. Okay. Cooles Hintergrundbild. Virenscanner. Immer wichtig. Und dann. Was gibt's hier doch? Hier gibt's viel. Hey. Das hätte ich nicht gedacht. Gut. Dann kann ich den auch wegbringen. Ich habe jetzt schon 700, das geht schnell. 900, entschuldigt. Eine letzte Sache noch. Geben wir dem Unternehmen einen neuen Namen. Ich hüpfe zurück in den Flur und drücke Linksklick über dem Firmenschild. Tim super scharf am Reparatur. Amsters? Frische Reparaturen. Oh. Fix es dann halt. Geil. Wow. Sieht scheiße aus. Ich hin. Alles an einem Arbeitstag. Du kannst deinen Tag beenden und morgen weitermachen. Du musst hierzu keine neuen Teile kaufen. Aber in Zukunft musst du überlegen, ob alles bestellt ist oder ob du noch etwas brauchst, bevor du nach Hause gehst. Du kannst den Kalender jederzeit einsehen, um alle Aufträge, Lieferungen, Termine und Rechnungen im Auge zu halten. Da ist 400. Okay. Ja, nächsten Tag. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wir haben einen anstrengenden Tag vor uns. Weiß ich nicht, ob der so anstrengend ist. Du hast gestern einen Auftrag angenommen und der PC des Kunden ist angekommen. Er muss rot lackiert werden. Bring ihn zur Werkstatt. Und schon kann das Sprühen beginnen. Werkstatt, meinte ich natürlich. Den Werkbanktyp ändern. Umbauen. Gehäusemodding. Wähle die Werkbank und drücke B. B. Gehäusemodding. Okay. Warum auch immer man das braucht. Der Kunde hat darum gebeten, dass das gesamte Gehäuse rot lackiert wird. Yo. Alles. Ich nutze, ja, rot. Ja. Okay. Art, ja, Art sieht deutlich geiler aus irgendwie als weich. Ich weiß nicht. Ich finde, weich ist, passt halt einfach nicht. Okay. Gehäuse lackieren in Rot. Wenn ich jetzt hier Orange mache, kann ich nicht drüber. Okay. Ah. Okay, ich kann die Farbe nochmal verändern. Okay, sieht scheiße aus, aber mir egal. Nicht mein Gehäuse. Dann kann ich kassieren. Ha. Lieferung erhalten. Was? Was habe ich denn jetzt erhalten? Ein Tablett von Timo 2000 mit Supermehl bekommen. Aha. Ah, von Onkel Tim. Ein brandneues Tablet hat er mir geschickt. Und das Geschäft so schön. Schön. Himmel, Herrgott. Schauen wir uns einmal an, was es kann. Was kann jetzt Tim? T-Tablet öffnen. Es ist jetzt einsatzbereit. Es ist vollgepackt mit Apps und hat eine schicke Kamera und kann unterwegs verwendet werden, damit ich noch effektiver sein kann. Yo. Sieh dir die vollinstallierte Deko-App an. Big Bob hat sich bereit erklärt, deine Werkstatt kostenlos zu renovieren. Du kannst Boden, die Decke, die Wände, Poster, Schreibtische und viele andere Elemente ändern. Lass uns mal sehen, was im Angebot ist. Hoffentlich was Schönes. Rustikal. Rustikal, was ist denn modern?
Ja, also wie sieht's mit futuristisch aus? Nee, futuristisch sieht nichts aus. PC Building Simulator 1. Aha. Ja, nee. Lioness Tech Tips bestimmt. Nee. Nee, das sieht nichts aus. MSI. AMD werde ich sicherlich nicht ausprobieren. Ach du meine Güte. Ich meine, es sieht nicht katastrophal aus, aber weiß ich nicht. Na komm, probiere ich das auch mal aus, aber ich werde es nicht nutzen. Wobei es was hat. Wow. Das sieht cool aus. Oh. Auch wenn ich deren Logo nicht mehr mag. Lol. Oh, das sieht geil aus. Hey. Heiliger Bimbam. Boah, das lasse ich so. Wow. Das ist cool. What? Auch wenn das die ganze Zeit AMD-Werbung zeigt, was ich definitiv nicht schön finde. Aber es ist okay, hier sieht's aus. Oh Mann. Ja, es sieht schon cool aus. Ah, hier ist ein fettes Logo. Was bietet denn modern? Bietet modern irgendwas an? Nö. Touristisch. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da fand ich dieses AMD-Zeug schon cool. Was gibt's noch? Klassik. Ach, du meine Güte. Rustikal, ja, das hatte ich doch. Wildraum. Ja. Sieht auch cool aus. Okay. Die Tür haben sie komplett verändert. Ja, sieht auch cool aus. Weiß ich aber nicht. Irgendwie finde ich dieses AMD-Stilige schon mega. Ist das an der Decke dann? Oh, das hat was. Das hat was. Muss ich schon so sagen. Das hat wirklich was. Kann man nichts gegen sagen. Wow. So, Boden. Sieht stylisch aus. Ja, das ist. Ach Gott. Hast hier noch ein anderer Boden zu Weltraum vielleicht? Passt aber noch gar nicht dazu. Sieht doch nicht nach Weltraum aus, modern. Ja. Er macht den Style schon kaputt. Futuristisch, ja, das könnte man nehmen. Das könnte man wirklich nehmen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wow. So, Tische. Doch nach einer AMD-Werkbank. Na gut, muss ja wenn alles passen. Wenn schon, denn schon, ne? Standard-Werkbank. Auf alle anwenden. Ändern die sich mit? Wow, die ändern sich mit. Da kann man. Hey! Was gibt's hier alles? Hier gibt's viel. Aber die gefallen mir eigentlich. So minimalistische Teile mag ich. Ja, das sieht schon geil aus. Ey, wir haben sogar ein Fenster. Cool. Das ist mein Kalender. Ey. Gefällt mir.
So, und was muss ich jetzt machen? Eingang 13, oh Gott. Ja. Annehmen. Komponenten kaufen. Einige Aufträge erfordern neue zusätzliche oder Ersatzkomponenten. Bestellen wir also einen neuen Luftkühler für den PC des Kunden. Ja, gleich. Gut. Von mir aus bestelle ich den erst. Kategorie öffnen. Ja, und das ist dann zu begrüßen. Mit dem Task-Tracker können bestimmte Teile bestimmten Aufgaben zugeordnet werden. Dieses Fenster kann durch Interaktion mit dem Link-Symbol im Checkout oder Lieferbereich oder im Inventar aufgerufen werden. Okay. Warum auch immer das so sein sollte. Gut gemacht. Jo, die werden eh am nächsten Tag eintreffen. Scheint es nicht mehr eher diese 3 Tage zu geben, sondern am nächsten Tag ist gratis. Irgendwie gefällt mir die Musik nicht. Ja, ich bleib bei PC Building Simulator 1. Klingt doof, aber irgendwie mag ich die Musik nicht. Ja, löschen. Das ist alles? Ach du Scheiße. Intel ist genauso gut. Ich bin kein Kakadit für. Die schaue ich ungern an. Ich hasse AMD. Aber das Theme sieht schon geil aus. Ob sie kein Intel-Theme gemacht haben, wundert mich. Und bei Nvidia mir fehlt auch ein Nvidia-Theme. Das ist schon, ich mag auch Blau. Blau ist meine Lieblingsfarbe, beziehungsweise Türkis. Aber man kann halt nichts sagen. Es sieht schon stylisch aus. Es sieht schon geil aus. Ich verstehe den Pulsmodus nicht. Das ist Warp. Ach du meine Güte. Kann man ja gar nicht erkennen. Das ist ja, naja. Kann ich es auch auf langsam stellen, also. Naja. Was wir hiermit machen, das sehen wir dann nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.